Hey Leute, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Simon. Und heute habe ich dir euch wieder den Maximus mitgebracht. Ja, hallo, hier der Maximus. Und wir möchten einfach nur mal kurz, das ist eigentlich bei uns eigentlich eher ein Problem mit dem Kurz, aber wir probieren es heute mal, das Thema so PS4 anschneiden und so von unserem letzten Video, was so die Zukunft der Gamer bringt. Und wir hatten ja da doch teilweise recht, was unsere Glaskugel angeht. Aber da lasse ich mal Maximus mal zu Wort kommen. Was denkst du über das Thema? Also PS4 hat mich jetzt nach dieser Veröffentlichung der gewissen Eckdaten nicht so überzeugt. Also ist jetzt nicht so ein Gerät, wo ich sage, boah, ist das jetzt klasse und das wird die nächsten, sagen wir mal, 5, 6 Jahre so aktuell sein. Nee, dahingehend bin ich so ein bisschen enttäuscht, weil das, was drinne steckt, ist PC-Material, was vielleicht schon ein Jahr, manches vielleicht schon 2 Jahre alt ist. Gut, man muss natürlich auch sehen, dass die Spiele optimiert werden auf die Konsolen, ja, und dadurch die Lebensdauer wesentlich erweitert wird. Aber so jetzt von der Performance kann ich jetzt nicht sagen, dass es jetzt Oberhype ist, ja. Also wenn ich jetzt von der Grafikkarte sehe, ja, man munkelt, dass es eine 7850 Grafikkarte ist und die gibt es ja auch schon ein paar Monate auf dem Markt. Glaube, ich weiß gar nicht, wie lange Ja, die. die ist jetzt nicht so die mega aktuelle, die Raiden HD 7850. Also die ist schon im, die ist, glaube, schon ein paar Tage auf dem Markt. Ja, man kann die, glaube ich, mit einer GTX 660 vergleichen. Müsste so grob Und die Kampfklasse sein, ja. ja, so in die Drehe. Ach, nee, 560 müsste es sein. Glaube, 560. Ist ja auch egal. Jedenfalls sagt man, dass die 1,84 Teraflops hat. Und das ist jetzt momentan ein guter Wert. Also ein guter, ja, ein Mittelfeld, ja, ein oberes Mittelfeld, ein guter Wert. Wenn man jetzt eine 580er GTX zum Vergleich nimmt, die hat 1,58 Teraflops. Und das ist eine Grafikkarte, die natürlich schon ein paar Jährchen auf dem Markt ist, ne? Ja gut, wenn du bedenkst, vor allem die Daten, die kamen jetzt raus und wir haben März und wenn die Konsole, sag ich mal, quasi zu Weihnachten kommen soll, quasi um das Weihnachtsgeschäft abzuräumen, dann ist dieser Wert ja quasi eigentlich schon richtig hinten dran. Der ist ja jetzt, ist es ein guter Mittelwert, vielleicht sogar ein sehr guter Mittelwert und dann ist es ja zu Weihnachten eigentlich schon so vom Mittelwert her eher Ja, unterer auf Bereich. jeden Fall. Und das soll ja noch nicht mal in Europa zu Weihnachten kommen. Das soll ja dann erst nächstes Jahr, also 2014, Frühjahr kommen, Und dann ja. ist er noch schlimmer. Dann ist er noch schlimmer, weil es gibt schon Grafikkarten, eine ATI 900, nee, 7990, die hat schon 7580 oder 7,58 Teraflops. Und das ist natürlich ein richtiger Brecher, wenn man den 1,8 im Vergleich sieht, ne? Das Dagegen ist ist es ja schon. quasi, das ist wie wenn ich einen PC nehme und einen Gameboy stelle. Ja, genau. Oder wenn die Grafikkarte, die ich haben möchte, wenn wir jetzt nur mal auf die Grafik gucken wollen, die 680, die hat 3 Teraflops, 3, noch was Teraflops. Ja, also 1,2 mehr als die, Jetzt in sagen der wir, Konsole PlayStation, drinne. als in der Konsole drin. Gut, man sollte das jetzt nicht so immer jetzt, PC hat natürlich auch noch viel mehr drumherum zu rechnen und zu machen. Und wir beschränken uns jetzt nur auf die Grafik, weil ja dieses Problem war, dass die Grafikkantenglättung, diese Partikeleffekte und alles so ein Problem da stand Ja gut, gegenüber da vom hatte PC, ne? ja, da hat ja der PC halt auch wesentlich mehr Ressourcen einfach zur Verfügung gehabt. Ich meine, wenn man jetzt guckt, die PS4, die soll dann schon mit 8 GB RAM ausgestattet sein, was eigentlich auch schon Standard ist heute beim PC. Also 4 und 6 GB ist schon absolut, das hat jeder Aldi Lidl PC schon und das sind 8 GB, boah, sind okay. Dürfte wahrscheinlich fürs, ich glaube, die PS4 kann auch live streamen, bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig Die sicher. soll, ja, die soll dann, da soll es auf dem Controller so einen Knopf geben, dass man Ja, dann da kann schon, live, ach, genau. das Und Kikifax. genau, also was mich aber an der PS4 dann wiederum eigentlich ganz cool finde, sind die zwei Sachen halt, dass die Daten vom Spiel quasi zwischengespeichert werden, sodass man dann, wenn man das Spiel neu beginnt, genau an der Stelle einfach weitermachen kann. Also man muss dann anscheinend nicht, wahrscheinlich nicht mal mehr separat auf Speichern drücken, sondern dass einfach von der Konsole selbstständig der Punkt gespeichert wird. Und was eigentlich auch eine coole Sache ist, und das war, glaube ich, auch das, was wir das letzte Mal in dem Video angesprochen haben, war das Streamen von Spielen. Und bei der PS4 soll es ja dann möglich sein, dass die Demo quasi gestreamt wird von dem Sony-Server aus und man dann aber während dem Stream mit dem Controller in das Spiel eingreifen kann.
Ja, da habe ich aber die großen. Erstmal beim ersten Punkt, da ging es ja darum, was hast du als erstes nochmal gesagt? Dieses, Lokale Zwischenspeichern von genau. Spieldaten. Ja. Genau. Das ist natürlich denn der große Vorteil einer Konsole, ist da natürlich wieder weg, dass man das offline spielen kann. Ja? Also man muss mit dieser Konsole immer online war sein. Das war ja immer dieses Problem mit irgendwelchen EA-Spielen oder was weiß ich. Man muss immer online sein. Ja? Und dann sage ich mal, dann brauchst du jetzt auch keiner mehr aufregen, weil jedes Spiel, ob eine Konsole, Computer, muss online sein. Dann dieses Livestream auch. Da muss man doch die passende Internetverbindung haben. Also einfach die Konsole irgendwo hinstellen und über WLAN laufen lassen. Ich denke mal, das wird nicht. Da muss man dann wahrscheinlich eine 6000er Leitung haben oder eine 16000er Leitung, dass man das halbwegs irgendwie hinbekommt. Also ich glaube, 6 wird schon knapp. Ja, 6 wird schon Also knapp. ich glaube, für eine 6er Leitung, da hast du aber dann eine Grafik, hey, das ist dann schon, das sind dann keine Pixelchen mehr, das ist dann ein großer Pixel. Naja. Das nächste ist ja auch die Auflösung. Ja, das wird ja mal gesagt, HD. HD wird dieses Gerät nicht schaffen. Das soll, glaube ich, bei maximal 1280 zu 800 sein. Und das soll Das nochmal ist. hochskaliert werden, auch bis zu zweimal hochskaliert. Und mit einer Bildrate von 60 laufen. Ja. Und wie man das jetzt im Spiel machen kann, ob man dann gewisse Einstellungen machen kann, zum Beispiel die Auflösung noch ändern, könnte mir gut vorstellen, aber. Ja, das ist Die alles. Also, so hübsch wird es dann nicht aussehen, wie die meisten immer sagen. nächste Sache ist ja die, man kann ja glaube auch Videos direkt auf YouTube dann uploaden. Und da ist dann auch die Frage, das ist natürlich dann hart, dann gerade für die Hersteller von so einer HD-PVR oder von den Elgato-Karten, inwieweit die in der PS4 integrierte Videobearbeitung, wie gut die ist. Weil wenn die gut ist, dann kann es manchmal ein echtes Problem werden. Für die Leute, die diese HD-PVR herstellen oder die Elgato-Karten, oder da gibt es ja noch andere, aber ich glaube, HD-PVR ist, glaube ich, das bekannteste in Elgato. Das wird dann, glaube ich, ein echtes Problem für die. Also diese Normal-HD, das werden sie nicht schaffen. Erstmal die Leitung muss dafür da sein, dann muss das Spiel ja das unterstützen können. Das werden die Hersteller schon irgendwie machen. Und dann muss auch YouTube dann mitspielen, dass sie dann so eine höchstmögliche Upload-Rate machen. Ja? Und ich denke mal nicht, weil da irgendeiner seinen Freunden mal irgendwas zeigen will. Ich denke mal, das wird so sein wie bei Dirt. Da konnte man ja auch schon 2 Minuten-Ausschnitte. Konnte man direkt vom Spiel hochladen. Und so ungefähr wird es sein, dass man eine kleine, sagen wir, Bandbreite hat, so und so viele Minuten kann man dann hochladen. Vielleicht, dass man das im Spiel, was man gerade erlebt hat, wieder zurückspulen kann, weil er das irgendwo zwischenspeichert. Das kann ich mir schon vorstellen, ja. Und dann wurde ja auch gesagt, diese 4K-Variante, also das hochauflösendste und dies und das, und du kannst dann mit der Ja, aber PlayStation filmen. das wirst du nicht gestreamt bekommen, Nee. geschweige denn als Videobearbeitung über die PS4 hochgeladen Ach, bekommen. da Das ist eine nächste ist ja, Datenmenge von 100 Gigabyte, kann man dann sagen, für das einen nächste Laptop. ist ja, dann brauchst du noch einen Fernseher, der das 4K darstellen kann. Und dann muss ja der, wo es anguckt, muss ja auch eine gute Leitung haben, dass er eben auf YouTube dieses 4K angucken kann. Weil ich habe schon ein Problem, die Videos in Full HD anzugucken. Also bei mir ist dieses HD Ready gerade so an der Grenze. Und wenn du da jetzt so eine Leitung hast wie ich und du guckst dir das auf 4K an, hey, da puffert das Video ja bei mir einen Tag, bis ich es angucken kann. Also ich weiß nicht, ob der Internetmarkt an Usern, also die User, die Internet haben, ob da alle jetzt so diese Mega-Leitung haben, um sich jetzt eben die Videos hier in Full HD anzugucken. Also und wenn du auch guckst, viele YouTuber laden gar nicht in Full HD hoch. Brauche ich Die auch nicht. meisten, ich auch nicht, weil es ist einfach eine andere Renderzeit und die Datenmengen sind einfach mal entspannt die Hälfte. Lohnt sich für mich ehrlicherweise auch gar nicht in Full HD hochzuladen. Und dann ist halt auch die Frage, ob das dann mit diesem 4K dann überhaupt so viel Sinn macht im Anfang. Jetzt erstmal nicht. Jetzt haben sie ja diesen neuen Controller vorgestellt. Ne? Der sieht ja im Endeffekt aus wie der alte. Und der alte war ja, wenn ich jetzt einen Xbox-Controller in der Hand habe, Mist. Muss ich ehrlich sagen, Mist. Das Gerät, was man in der Hand hat, ja, das ist einfach, ja, das rutscht eigentlich unten immer so weg, weil die Auflage von den Handballen einfach viel zu kurz sind. Und diese Pedale oben, die haben sie jetzt ein bisschen verändert.
Ja, die haben die, glaube Bis. ich, nach innen gesetzt ein bisschen mehr, gell? Ja, so ein bisschen, dass man mehr so ein Hub hat. Also, Ja. es war ja so, man hat draufgedrückt, entweder man fährt oder man fährt nicht. Und beim Xbox-Controller hat man ja halt diesen Hub, wo man noch ein bisschen einstellen kann. Und das haben sie jetzt noch ein bisschen verändert. In der Mitte soll dann so ein kleiner Touch-Funktion sein. Aber wie man das jetzt ins Spiel integriert, und ganz Das ehrlich, ist. wenn ich spiele ein Spiel, ja, dann möchte ich nicht noch vom Fernsehen weggucken, nach unten auf den Controller und dann vielleicht mein Ingame-Menü leiten, ja. Ja, das ist ja Also. auch das ist auch das Problem, was die ganzen Hersteller bei der Vita, PS Vita, das ist ja der Handheld von Sony, bemängeln. Die hat auch dieses Touchpad unten dran. Die wissen gar nicht, wie sie das stellenweise integrieren sollen. Also die Konsole bietet was, was aber keiner so wirklich in die Spiele integrieren kann, weil sie nicht wissen, für was sie es verwenden sollen. Ich glaube, FIFA, das geht noch, da kannst du dann, glaube ich, irgendwelche Special Moves mitmachen. Aber ich sage jetzt mal, wenn es Battlefield zockst oder aus wegen mir COD, wüsste ich jetzt spontan nicht, für was ich da ein Touchscreen unten brauche. Ja, Also wahrscheinlich. die Tasten sind jetzt schon vollkommen ausgereizt, jede Taste ist belegt. Ja, was soll ich denn über den Touchscreen noch machen? Also da verstehe ich den Sinn jetzt ehrlicherweise nicht. Das sieht für mich mehr so aus wie so eine billige Abkupferung von der Wii U mit dem Bildschirm. Bei Ja, der klar. macht es noch Sinn, aber bei der PS4 auf einem Controller weiß ich nicht, weil dann geht für mich eigentlich fast schon wieder wahrscheinlich Akkulaufzeit flöten und das Gewicht wird wahrscheinlich zulegen von dem Controller. Ich glaube nicht, dass der leichter geworden ist. Na, jedenfalls wollen die ja die Wii U, nee, nicht die Wii U, dieses kleine Ding, die Vita, wollen sie quasi mit der PS4 so ein bisschen integrieren, Ja. dass man, was man zu Hause gespielt hat, dann auf der Vita weiterspielen kann. Ist ein gutes Konzept. Ob es wirklich so umgesetzt wird, eigentlich will man damit die Vita so ein bisschen hochpushen, dass die Wollte es Leute gerade sich sagen. sowas kaufen, Ich aber. denk, die Verkaufszahlen von der Vita sind nicht so der Burner. Und deswegen denke ich mal, wollen sie damit ein bisschen den Push hochsetzen für die Vita, dass die ein bisschen mehr gekauft wird. Aber die Dinge, die Vita, die ist halt echt scheiße teuer, ne? Und dann brauchst du noch irgendwie, glaub, Datentarife dazu. Ich weiß nicht, ob da immer was gleich dabei ist. Aber Ding ist ja ähnlich wie ein Smartphone, muss ja auch mit dem Internet verbunden sein, sonst bringen ja deine Spielstände nichts. Weiß ich nicht. Aber was Also. ich richtig gut finde, ist, wenn du ein Spiel dir gekauft hast und eine gewisse Anzahl von Daten runtergeladen hast, kann man das Spiel schon spielen, obwohl es noch nicht komplett runtergeladen ist. Wie das im Endeffekt dann richtig aussieht, ob man dann 50% runtergeladen hat oder nur 2% angefangen, man kann schon spielen. Wie sie das umsetzen wollen, ist Ich für mich denke, jetzt noch ein bisschen fraglich. das wird dieses Streamen dann sein. Dass es einfach runtergestreamt wird und dass bei dir wahrscheinlich nur ein paar lokale Daten gespeichert werden. Gerade deine Stände, deine Waffen, was weiß ich was, deine Camos. Und dass das eigentliche Spiel wahrscheinlich gar nicht mehr auf deinem Handheld oder auf deiner Konsole dann Ja, drauf das ist sein halt wird. das, was wir schon mal Genau. vorletzt mal Ich gesagt haben, ne? Also. denk, dass auch die PS4 gar keine große Festplatte mehr bekommen wird, weil es wahrscheinlich gar nicht mehr notwendig sein wird. Aber dann ist doch der ganze Vorteil von diesen Konsolen eigentlich für den Arsch, dass man die überall mitnehmen kann und mal eine Runde zocken. Das wird dann quasi gebunden sein wie ein Rechner. Im Endeffekt ist es ja ein Rechner, weil es ja AMD-Technik drin hat. Der Prozessor, naja, das ist auch ein ganz normaler. Gut, die werden natürlich keine 150 € Grafikkarte, was die wahrscheinlich früher mal gekostet haben. Durch den großen Absatz wird die natürlich vielleicht 50 € nur noch kosten. Ja, sagen wir mal, Raute baut, ja. Und diese Konsole sagt man ja bis zu 400 € oder 600 € und dies und das, ja. Ist alles für die Fans ein gutes Gerät, um schnell mal zu spielen. Aber diese Flexibilität, was es mal früher hatte, ist verloren gegangen. Ich muss im Internet bleiben und habe dann quasi das Gerät immer zu Hause zu stehen, muss mir eine Vita holen, wenn ich unterwegs mal daddeln will. Und ja, und wahrscheinlich dann noch irgendwie eine Vodafone-Karte oder so reinschieben. Keine Ahnung, wie es dann machen. Ja, irgendwie werden es dann machen Weil müssen. bei der Wii, da war es auch so, wenn du deinen Controller mitgenommen hast, konntest du dein Wii-Männchen, konntest du dir auf den Controller speichern und dann quasi auf die Wii von deinen Freunden dann quasi draufhauen. Und vielleicht ist ja bei der PS4 dann auch so, dass dein Controller quasi so, weiß ich nicht, da brauchst du ja nicht viel, vielleicht 10 MB Speicher hat und du dann quasi deinen Zwischenstand auf dem Controller speichern kannst, den mitnimmst und dann quasi auf der PS4 von deinem Kumpel dann quasi wieder rüberspielst. Das wäre eine gute Idee.
Also wenn sie sowas machen, dann. Das könnte ich mir, weil das gab es bei der Wii schon, da konntest du dann dein Wii U oder dein Wii, was weiß ich, wie das Viech da hieß, da gab es auch einen Namen für und das konntest du auf deinem Controller aber speichern und mitnehmen. Und wenn sie das auf der PS4 machen würden, weil dann würde es mit diesem Stream wieder Sinn machen. Du hast einen Spielstand dabei, kannst bei deinem Kumpel den Spielstand auf die Konsole hauen. Da brauchst du ja nicht viel MB dafür, da reichen ja ein 10 MB-Stick auf dem Controller. Und dann kannst du da quasi weiterspielen. Aber abschließend zu sagen, Ja. kann man, es ist jetzt nicht der Oberhype, also viele haben sich wahrscheinlich zu viel erwartet. Es ist so wie auch bei den Spielen, ja, sieht man jetzt mal Crysis 3 an, ist besser als alle beiden Teile vorher, aber der erste Teil wird immer noch als größter Teil gefeiert, ja, weil die Erwartungen sind einfach immer höher, als die Sache denn eigentlich auf den Markt kommt, ja. Im Endeffekt sollte die PlayStation, was weiß ich hier, eine obergroße Grafikkarte haben, 10 Jahre haltbar sein und eine Festplatte, wo man tausende von Spiele drauf machen kann. Und wenn man möchte, fliegt man von Berlin nach Hamburg und das geht auch alles ohne Probleme. Ne? Also die Erwartungen sind zu hoch von allen. Ja. Und es ist eine ganz normale Konsole mit Computertechnik. Es ist jetzt natürlich leichter für die Hersteller, Spiele umzusetzen, weil wenn man jetzt die ganzen Spiele anguckt, nehmen wir jetzt mal Crysis, beste ist PC, danach kommt Xbox und danach kommt dann PlayStation, also von den Grafikvergleich, ja. Ja. Und das ist jetzt wesentlich einfacher, diese Doppel Auslegung und Umsetzung von Spielen wird dadurch vermieden. Und ja, Spiele werden nicht billiger, aber ebenfalls günstiger wie für die PlayStation extra nochmal umzuwandeln. Ne? Ja, das Problem war halt, wo die PS3 rauskam, da war halt das Mega-Ding, war halt das Blu-ray-Laufwerk. Und deswegen ist die PS3 einfach so rattengeil gelaufen, weil sie eben ein sehr günstiger Blu-ray-Player war. Die war halt zu dem Zeitraum, wo sie rauskam, vergleichbare Blu-ray-Player haben halt einfach mehr gekostet. Und wenn sie gleich viel gekostet haben, dann war immer noch das Argument, man kann aber auch noch zocken. Und jetzt bei der PS4 bin ich jetzt ehrlich, da fehlt mir jetzt so dieses Bäm. Es ist alles irgendwo ganz nett, aber es ist jetzt nicht das, wo ich sage, Kabum, das Das ist Porno. könnte man jetzt auch für andere Sachen nutzen, ne? Ja, Also. es ist irgendwie alles schon da von der PS3 und die drei, vier Änderungen, wo das Ding jetzt hat, würde ich jetzt sagen, weil ich PS3 daheim stehen habe, aber das wäre jetzt für mich kein Grund, eine PS4 zu kaufen. Wenn man Definitiv nicht. natürlich einen PC hat, einen potenten PC-Rechner, ja, dann stellt sich sowieso kaum die Frage, ja, die zwei, drei exklusiven Titel, die es denn für die PlayStation gibt, ja, das kann man eigentlich auch vergessen. Oder dieses, ja, 14 Tage vorher kann man irgendwie auf der Konsole schon losdaddeln. Na, das ist mir doch egal, ja. Aber im Endeffekt ist es jetzt nicht, ich nehme mir ja dann immer meinen Rechner als Referent. Die PlayStation ist ein bisschen besser gegenüber von meinem Rechner. Aber um das richtig auszunutzen, man merkt ja auch, die PlayStation nutzt ja die letzten 2 Jahre erst richtig komplett oder zum Teil komplett die Performance aus. Bis die da hingekommen sind, dass sie das ausnutzen können, vergehen wieder 3, 4 Jahre. Man muss die Mit Entwickler auch ein Sicherheit. bisschen Zeit lassen. Und dann ist der Computer oder der PC, dann hat wahrscheinlich jeder eine 3, 4 Teraflop Grafikkarte drin und dann sagen wir wieder: Was ist los? Wir müssen wieder auf euch warten, weil ihr nicht aus dem Knick kommt. Ja, macht mir wieder eine neue Konsole, so ein alter Scheiß, ja. Und dann fängt das Gejammer wieder an, ja. Und diesmal wird es wahrscheinlich schneller sein wie vorher, weil die Leute sich jetzt an das Jammern gewöhnt haben, ja, und nur ganz kurzfristig zufrieden sind. Ganz einfach. Gut, aber abschließend würde ich sagen, haben wir eigentlich mit unserer Glaskugel beim letzten Mal teilweise doch recht gehabt. Sind doch ein paar Sachen gekommen, so wie wir es eigentlich gesagt haben. Ob jetzt die PS4 den mega Fortschritt für die Konsole Leros bietet, denke ich, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich jetzt, sage ich mal, als PC-Gamer und Teilzeit-Konsolenzocker, absolut enttäuschend. Nicht wirklich das drin, was ich mir jetzt erwartet habe. Also Umschwung lohnt sich für mich von PS3 auf PS4 gar nicht. Macht für mich keinen Sinn. Aber das Schlusswort überlasse ich meinem Gast. Ich bin dann schon mal raus. Bis zum nächsten Video. Euer Simon. Ciao. Weil ich ein PC-Spieler bin, werde ich kaum auf Konsolen wechseln, auch wenn sie fliegen könnte. Das war mein letztes Statement. Ich wünsche euch noch, ja, schöne Tage. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye bye.